Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Ich habe die Karten schon ausgelegt, werde auch gleich in die Deutung gehen. Ihr bedenkt bitte immer, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Heute sind eine ganze Menge Karten rausgefallen. Es ist so, dass du heute in einer Energie sein könntest, in der du das Gefühl hast, irgendwie Hilfe zu brauchen. Auf der einen Seite fühlst du dich hier so ein bisschen zu Beginn, so ein bisschen, naja, verloren ist jetzt das falsche Wort, aber du fühlst dich alleine, im Stich gelassen. Du fühlst dich irgendwie so ein bisschen, ja, lost, also doch verloren. Aber eher auf eine Art und Weise, dass du schon spürst, da kommt bald irgendwie etwas Neues. Und dennoch hast du das Gefühl, zu sehr in alten Mauern gefangen zu sein. Die Mauern hast du dir aber nicht selbst errichtet. So fühlt es sich zumindest an für dich. Du fühlst dich auf der einen Seite voller Ideen und Elan und auf der anderen Seite hast du so das Gefühl, wenn du jetzt losgehst, wer weiß, ob das was bringt. Ne? Also ihr wisst, ich deute sehr allgemein, ihr münzt euch das auf eure Situation, auf euer Empfinden. Und was mir auch auffällt bei den Karten heute ist, dass du aus dieser Situation raus willst und auch schon innerlich diesen Drang und dieses Feuer in dir hast, aber du hast auch das, oder sagen wir, du hast eher die Angst, dass deine Vorstellungen, die du hast, nicht erfüllt werden können. Wir haben hier absolut eine Veränderungsenergie. Also eigentlich nicht nur eine, sondern mehrere. Du hängst aktuell, wie gesagt, in einer Situation fest, in der du das Gefühl hast, egal was du tust, es geht irgendwie nicht weiter und du brauchst irgendwie Hilfe, sei es von jemand anderen, sei es die Hilfe von oben. Und du denkst dir so, es kann doch nicht sein, dass immer ich irgendwie stecken bleibe oder ich immer kämpfen muss. Also so diese typische, das Gefühl, sich wirklich durchkämpfen zu müssen. Und heute zeigt sich hier aber etwas auf, wodurch du das Gefühl hast, Schwung zu bekommen. Das kann jemand aus der Vergangenheit sein, das kann etwas sein, wie so ein Zeichen von oben. Das kann eine Idee sein, ein Traum sein, du liest irgendwo etwas, dir kommt wieder jemand auf deinem Weg entgegen, da meldet sich vielleicht jemand bei dir. Also durch irgendetwas oder irgendwem wirst du hier an etwas erinnert, was dir Auftrieb gibt. Du ziehst trotzdem auch Bilanz. Du ziehst Bilanz darüber, wo hast du für etwas gekämpft oder für jemanden gekämpft und hast eigentlich immer nur investiert, aber es kam nichts zurück. Und was mir halt auffällt, ist, dass heute jegliche Kampfenergien verabschiedet werden. Sei es, dass du um das Thema Finanzen kämpfst, um einen Menschen kämpfst, um Anerkennung, um Ansehen, um einfach immer so dieses Gefühl, eben kämpfen zu müssen. Und das beendest du heute. Es kann auch sein, dass du einen Blickwinkel veränderst in einer Situation, das könnte jetzt ein berufliches Projekt sein, eine zwischenmenschliche Verbindung, eine Idee. Irgendetwas, was du hast oder hattest. Und dass du erkennst, wo hing es bisher, also wo war ein Knoten
Und diesen Knoten könntest du heute lösen. Es kann auch sein, dass du wirklich sagst, okay, ich lasse jetzt einfach alle 5 Grad sein und genieße heute mal den Tag. Ich will mich heute mal mit nichts irgendwie konfrontieren, was mit der Realität zu tun hat. Und auf der anderen Seite könntest du etwas auch sehr auf den Wahrheitsgehalt und auf die Realisierbarkeit von etwas, kannst du heute sehr stark etwas überprüfen. Es kann gut sein, dass du hier wirklich sehr verletzt und angesäuert warst, dass sich bestimmte Dinge nicht erfüllt haben. Und du hast immer gemacht und gegeben und gekämpft und warst aktiv und hast hier nicht unbedingt deine Bedürfnisse erfüllt. Auch das wandelt sich heute. Ne? Ihr wisst, das muss nicht immer alles gleich an diesem Tag passieren, aber zumindest ist es im Energiefeld. Und irgendetwas wandelt sich. Wir haben die 6 der Schwerter, den Magier, die 9 der Münzen. Und das sind alles sehr, sehr starke Wandlungsenergien. Und du wirst heute auch das Gefühl haben, dass du in der Situation, in der du dich befindest, nicht alleine bist. Du wirst heute auch nochmal an etwas erinnert, was du mal wolltest. Und du bekommst, wie gesagt, heute irgendwie den Auftrieb, etwas noch einmal zu verwirklichen und anzupacken. Aber anders, als du es ursprünglich geplant hattest oder dir gedacht hattest. Mit der Königin der Stäbe als letzter Hinweis unter dem Kartendeck wirst du, auch wenn du zu Beginn des Tages irgendwie noch mit vielleicht eher, na, ungutes Gefühl ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck, aber eher so mit diesem Gefühl, da passiert etwas oder da ist etwas, wo jetzt Bewegung, Veränderung, Transformation reinkommt. Und da vielleicht noch ein bisschen unsicher warst oder dir ein bisschen flau im Magen war, wirst du zum Ende des Tages in einer absoluten Kraft stehen. Die Königin der Stäbe aus dem Eftertarot, die weiß ganz genau, was es zu tun gilt, um etwas gewinnbringend und ja, gewinnbringend einfach umzusetzen. Ne? Also es kann sein, dass du am Anfang vielleicht noch sehr planlos bist in einer Angelegenheit und zum Ende des Tages weißt du aber genau, was zu tun ist. Wie gesagt, es kann in allen Angelegenheiten sein. Zwischenmenschliche Verbindungen, die Liebe, berufliche Projekte, vielleicht auch Projekte, die dich selbst betreffen, häusliche Situationen etc. Und was heute auch sehr auffällig ist, ist, dass du hier nicht alleine bist. Also du bekommst Unterstützung von außen. Irgendjemand kommt hier auf dich zu oder auch irgendetwas kommt auf dich zu, was dir helfen wird, eben genau diesen Weg zu gehen. Und wie gesagt, du überprüfst die Realität in einer Angelegenheit. Ne? Also das können Ängste sein, das können Dinge sein, wo du dir vielleicht etwas vorgemacht hast, aber auch mit Menschen, auch in der Liebe etc. Also heute ist wirklich Realitätscheck in einer Angelegenheit. Letztendlich liegt aber hier mit den 9 der Münzen auch, wenn es jetzt zum Beispiel auch um finanzielle Situationen geht oder allgemein, ne, die 9 der Münzen ist ja allgemein eine wundervolle Glückskarte, eigentlich für mich so die größte Glückskarte der kleinen Arkana. Egal um was es hier geht, du wirst irgendetwas Glückliches erfahren. Ne? Sei es, dass Geld reinkommt, sei es, dass du eine positive Nachricht erhältst, sei es, dass du in deinem Selbstwert aufgewertet wirst. Also irgendetwas Positives passiert ja. Und jetzt war wieder eine sehr hochspirituelle Aussage. Aber rechnet auch in irgendeiner Angelegenheit mit einer Begegnung oder einem kleinen Wunder
womit ihr definitiv nicht gerechnet habt. Der Hinweis dieser Legung heute ist auch hier mit der Karte eine neue Erde. Bleibt euren Visionen treu, auch wenn ihr euch alleine fühlt, ihr seid es nicht. Ne? Also es kann wirklich heute auch zu Begegnungen kommen, mit denen du so nicht gerechnet hast oder mit plötzlichen Situationen, wo du doch denkst, okay, ich wurde nicht vergessen. Ich glaube, das ist so auch eine wichtige Aussage. Du bist nicht vergessen. Und hier wandelt sich etwas. Ja, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wirklich wundervollen Tag, einen, ja, wundervoll, Wunder, ne? Und wie gesagt, glaubt an eure Träume und Visionen, aber nehmt die Realität trotzdem mit. So, jetzt überlege ich, ob mir noch was einfällt. Nee. Ich habe schon so das Gefühl, wenn du in der Reisegruppe bist, wirst du heute einen, ja, Glückstag, irgendetwas, ja, sehr Plötzliches erleben, aber positiv, ne? Also ich nehme hier keinerlei negative Energien wahr. Meine Lieben, bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.